Moin aus Hamburg und herzlich willkommen. Teil 22, My First Trade. Ja, jetzt wird es spannend, die letzten zwei Folgen. Es geht bis 24. Wir bereiten uns jetzt definitiv auf unseren ersten Trade vor. Wir haben jetzt 21 Teile bis dato gehabt, wo wir über die Swing-Strategie gesprochen haben, wo wir gesprochen haben, wie ziehen wir ein Trade eventuell nach. Jetzt gehen wir in die Check-up-Liste, was wichtig ist und, meine Damen und Herren, für den Trading-Plan. Ja, wir müssen also wissen, A, wie viel wir riskieren, B, wo steigen wir tatsächlich aus, handle ich mit Gegensignale, handle ich mich nicht mit Gegensignale. Und wir haben so ein Gradmesser, wo ich anfange zu messen, so ein bisschen die Markttemperatur. Ja, ist der Markt wirklich bereit, Schwünge zu tätigen oder ist das eher so ein ruhiges, seichtes Lüftchen hier am Markt? Und wie wir das machen, zeige ich euch nochmal zur Wiederholung, weil das ist wichtig und das kann ich nicht oft genug sagen, weil in meiner Trading-Erfahrung wird immer wieder das Gleiche benutzt. Und jetzt gehen wir einmal in das Template rein. Trade Radar Daily. Wir aktualisieren einmal und dann messen wir gleich mal die Bewegungen ab, die Trading Range. Das Scan auf der linken Seite, seht ihr, läuft parallel. Und für die Gäste, die sich das YouTube-Video anschauen, ihr habt die Möglichkeit, auf unserer Seite Traders Club 24 eine Demo inklusive natürlich hier der Strategie zu ergattern. Und somit könnt ihr die nächsten 2-3 Wochen mit mir gemeinsam im Live-Trading-Raum trainieren und den ersten Trade platzieren. Fangen wir an. Und zwar habe ich jetzt ein Währungspaar Neuseeland USD. Wir haben hier oben bei Linienobjekten gibt es ein sogenanntes Fadenkreuz. Und wir haben in unserem Tradingplan, im Traders Club Tradingplan stehen, von Sonne zu Sonne, also von dem letzten Hoch bis zu dem aktuellen Tief, sollten wir Minimum 400 Pips haben. Pips bedeutet, wie gesagt, in der Devisensprache sowie Punkte im DAX, also 400. Wir messen mal hier ab, von dieser zu dieser und wir sehen, wir haben nur 178, also noch nicht mal die Hälfte von dieser Bewegung. Insofern würde ich aus Vorsichtsmaßnahmen hier diesen Trade nicht eingehen. Jetzt haben wir Neuseeland-Kanadisch-Dollar. Hier sehen wir diese große Bewegung einmal hier nach oben und jetzt kommt der Konter. Und wir messen nochmal mit dem Fadenkreuz von oben nach unten ab und auch hier ist die Bewegung nicht ausreichend. 227 Punkte. Das heißt, wir brauchen 400. Ich nehme mal den Audi Schweizer Franken hier ganz oben. Hier hatten wir auch nur 230. Der Markt hat zwar gedreht und der Trade wurde in den Gewinn geschlossen, aber reicht es aus? Und hier auch 343. Was wir jetzt feststellen, ist in den letzten Wochen, und wir nehmen das jetzt auf, am 8. Juli 2024, dass die Devisenpaare sich verkleinern, dass die Volatilität geringer geworden ist und das bedeutet, dass wir in den nächsten 1-2 Wochen mit großer Wahrscheinlichkeit eine größere Bewegung am Markt bekommen. Messen wir mal Euro-Dollar ab, auch hier 266 und jetzt merkt ihr schon, dass der ein oder andere nervös wird. Sag mal, was ist das denn, Carlos? Es sind schon 3 Signale, die in den Gewinn gelaufen sind und wir sind nicht dabei. Wenn ihr einen Plan erstellt und ein Trading-Plan soll ja eins bewirken, dass ihr eine Richtung habt, dass ihr Struktur habt in euer Trading, dass ihr auch wirklich euch festhalten kann und Ruhe bewahrt beim Trading. Denn wenn ihr einen Plan habt, der durchdacht ist, der bewiesen hat, dass der in stürmischen Zeiten ja stabil ist, dann sollten wir uns daran auch halten. Wenn wir aber merken, dass wir ja gierig werden, dass wir aus Langeweile sagen, Mensch, das ist ja zu langweilig, jetzt habe ich schon 3 Signale nicht mitgenommen und mein Nachbar hat schon wieder die Trades mitgenommen und wir dann merken, dass wir uns von unserem eigentlichen Plan uns entfernen, dann ist es der erste Schritt, das kann ich ja aus über 25 Jahren Berufserfahrung sagen, der erste Schritt zu einem ja größeren Unfall. Das ist so, denn alle Trader, die ich kenne, die erfolgreich traden, haben einen Plan und der Plan steht an erster Stelle. Und natürlich, wir haben ein Ziel und das Ziel muss so formuliert sein, dass warum wollen wir dieses Ziel erreichen? Warum
willst du dieses Ziel erreichen? Das Ganze verschriftlichen und dann seid ihr euren Erfolg ein Schrittchen näher. Beim Indexhandel, also sprich bei den Indizes, nutzen wir hier nicht diese 400-Punkte-Range, sondern da schauen wir nach, ob es wirklich eine größere Bewegung gab. Und wir sehen es hier in diesem Beispiel im Euro-Stocks. Bewegung, Konter, Bewegung, Konter. Und jetzt sind wir in so einer zähen Seitwärtsphase. Im FTSE ähnliche Situation. Trotzdem, die Clubmitglieder, die diesen Trade gemacht haben, sind in den Gewinn gelaufen. Aber auch hier ist der Konter sehr, sehr gering. Wenn wir also einen Trade identifizieren, den wir gerne traden, ja, und wir haben jetzt hier bei diesem Markt British Pfund, Schweizer Franken eine Bewegung von Sonne zu Sonne von über 400 Pips, dann denkt bitte dran, das maximale Risiko sollte nicht größer sein als 1%. Ihr habt die Möglichkeit, das natürlich kleiner zu definieren, 0,5%, 0,25% etc. Das ist einer der großen Vorteile im Devisenhandel, dass du das klein skalieren kannst. Der Stop-Loss wird vorgegeben, das heißt, der Stop-Loss wird auf das letzte Tief platziert und dann haben wir die Möglichkeit, über einzelne Sets zu arbeiten. Du kannst mit einem Geringgewinnziel arbeiten oder wie in den letzten Videos auch beschrieben, du kannst auch dein Gewinnziel variabel halten und nach oben ziehen. 1% maximal, Stop-Loss wird auf die Sonne platziert. Wir messen vorher ab 400 Pips und als zusätzliche Filterkriterien würde ich immer schauen, wenn ich zum Beispiel den British Pfund handle oder auch andere, was gibt es für News in diesem Währungspaar? Gibt es Zinsentscheidungen in Kanada morgen oder übermorgen? Ja, wenn ich das weiß, dann muss ich nicht zwingend in den kanadischen Dollar einsteigen. Haben wir EZB-Sitzungen im Euro oder wird irgendwas Starkes erwartet? Auch da sollte ich als Trader vorbereitet sein. Ja, das ist das Tolle bei den Devisenpaaren. Wir achten also nicht auf einzelne Daten wie bei einer Aktie, sondern wir schauen auf die Weltwirtschaft. Das heißt, wir haben Zentralbanken, wo wir drauf achten, das heißt Zinsentscheidungen in den jeweiligen Ländern und natürlich ein Konjunkturbarometer wie Arbeitsmarktzahlen. Da als Tipp, jeden Freitag kommen Arbeitsmarktzahlen raus. Als zweiten Tipp, den ich euch mitgeben kann, ich würde persönlich, das ist meine Meinung, am Freitagabend nicht zum Wochenende in den Markt einsteigen. Warum? Die Devisen sind zum ersten Mal in der Woche am Freitagabend geschlossen, also sprich um 22 bzw. 23 Uhr schließen die Märkte und öffnen dann wieder am Sonntagabend in Neuseeland. Also wir haben trotz eines Stop-Loss haben wir eine Nacht, eine Situation dort, wo wir praktisch, auch wenn wir einen Stop-Loss haben, nicht agieren können. Ansonsten ist der Devisenhandel einer der Märkte, der die ganze Zeit in der Woche offen hat, von Sonntagabend bis Freitagabend. Dann habe ich euch in dieser Folge 22 was mitgebracht. Einer meiner persönlichen favorisierten Seiten, wo man sich weiterbilden kann. Natürlich an erster Stelle Traders Club 24, selbstverständlich. Aber es gibt eine Seite, die schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Das ist eine Seite auf Englisch, die heißt babypips.com. Babypips.com. Und bei der babypips.com-Seite, da kann man also Verschiedenes erlernen und wenn wir ja zum Beispiel Learn Forex machen, ja, dann gibt es hier How to Trade Forex, Trading Quiz etc. Und man kann hier ganz normal starten. Wenn wir jetzt den Kurs starten, ja, dann kann man die Preschool, dann ist, was ist Forex? Also das ähnlich, wie wir es jetzt bei My First Trade gemacht haben. Dann gibt es den Kindergarten, dann gibt es den Elementar. Das heißt, wer sich noch nicht so sicher ist mit Candlestick, Support und Resistance Linie, findet hier sicherlich seine News und seinen Inhalt. Das Ganze gratis, meine Damen und Herren. Und ich finde, als Vorbereitung für den Devisenhandel, als Vorbereitung generell auf dem Markt, ist das eine sehr, sehr gute Seite. Also, wir halten fest in diesem Teil 22. Ihr solltet euch klar machen, welchen Markt ihr tradet. Ihr solltet euch klar machen, wie viel Risiko ihr tradet. Ihr solltet euch dann Filterkriterien auferlegen, ja, wie zum Beispiel diese 400 Pips, wie zum Beispiel am Freitagabend nicht einsteigen. Dann
zu allerletzt hier in dieser Folge noch, wann steige ich aus? Und es gibt nur zwei Alternativen. Entweder, meine Damen und Herren, wir steigen an unserem Stop-Loss aus oder ihr tretet, wie gesagt, wenn der Markt dreht und sich jetzt zum Beispiel gegen den aktuellen Verlauf wendet. Das würde bedeuten, wir haben eine rote Heiken-Asche-Kerze. Da gibt es zwei Alternativen. Entweder trete ich ein Gegensignal, auch das haben wir besprochen, oder ich steige dann dort aus und versuche dann nochmal einen Einstieg. Der Anker, das heißt der maximale Verlust hier, ist immer unser Airbag und sollte immer gelegt werden. Ob jetzt mit 1%, 0,5% oder 0,25%, das entscheidet ihr. Ich hoffe, dieser Teil 22 hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, die Währung unter einem Video ist immer der Daumen. Und natürlich, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen. Ja, und unseren Kanal, wenn ihr das zum ersten Mal hört, abonnieren. Ansonsten wünsche ich uns eine erfolgreiche Woche, eine disziplinierte Woche, dass wir uns strikt nach unserem Plan halten. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, Teil 23. Bis dahin, gute Trades und bleibt gesund.